Die DHV-News vom 28. Juli 2023. Stellungnahmen. Denk doch mal an die Kinder. Urteil Schweiz. Dein Gras gehört dir. Mit freundlicher Unterstützung von Awai Medical, Drehhandel und Seeds24. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Erstmal der Hinweis mal wieder, nächste Woche gibt es keine DHV-News. Ich mache nochmal einen kurzen Sommerurlaub, gehe irgendwo einsam wandern, mich ein bisschen selbst aktualisieren und endgültig als Georg der Graue zurückkommen. Deswegen jetzt nochmal der fast letzte Hinweis hier in den DHV-News zur Hanfparade am 12. August in Berlin. Hanfparade.de, guckt nochmal nach, fahrt dahin, die größte Hanfdemo in Deutschland, es ist wieder soweit und wir werden als Hanfverband natürlich auch wieder dick dabei sein mit eigenem Wagen und mit Georg und allem drum und dran, bis dahin bin ich wieder da. Und jetzt haben wir eine Gegenwindausgabe, ja, diese Woche hat sehr schön gezeigt, nochmal, oder schön, unangenehm gezeigt, wie groß die Widerstände noch sind, wie mächtig nochmal auch in Medien sozusagen Widerstand aufgebaut wird, der dann Politik wiederum verunsichert, also vor allen Dingen Lauterbach verunsichert, ja, wie auch immer. Aber ich fange mit einer kleinen positiven Nachricht an. Nämlich gibt es Informationen, dass unsere Petition endgültig angenommen worden ist vom Petitionsausschuss. Und manche sagen jetzt hier, was für eine Petition? Und die alten Hasen sagen, wie die Petition, die alte Petition von 2017 tatsächlich. Wir haben als Hanfverband 2017 eine Petition gestartet. Ich habe die persönlich eingereicht und 80.000 von euch haben die unterschrieben. Das war die stärkste Petition des Jahres 2017 für die Legalisierung von Cannabis. Und die lag seit 2017 da rum, ja, hat jetzt 6 Jahre lang gedauert, bis der Petitionsausschuss sich damit irgendwie befasst hat. Jedenfalls, bis er entschieden hat. Über die Legislatur hinaus, über die Bundestagswahl hinaus, ja, haben sie liegen lassen, weil sie nicht wussten, was sie damit machen sollten, weil es keine Mehrheiten gab. Und jetzt haben sie endgültig in diese ganze aktuelle Debatte um die verschiedenen Gesetzentwürfe rein, haben sie die bestätigt. Und wir hatten da vorher schon Hinweise drauf, das ist schon eine Weile her, 5. Juli eigentlich schon, ja, aber jetzt gerade über die ganze Stellungnahme, Sache und so weiter, da waren wir ja schwer beschäftigt. Und ich habe noch gar keine Post gekriegt. Normalerweise habe ich jetzt so zigmal Post bekommen, richtig noch so alte Papierpost zu irgendwelchen Verfahrensschritten im Ausschuss, wenn da mal wieder gesagt wird, ja, oh, wir haben das jetzt vertagt oder keine Ahnung, zur Anhörung bin ich auch eingeladen gewesen, 2018 im Petitionsausschuss. Ja, aber jetzt habe ich noch keine Post gekriegt, von daher war ich noch gar nicht ganz sicher, ist das jetzt wirklich die Petition? Und da nehme ich euch mal mit hier auf Twitter, wo Martina Stamm-Fiebig, die Vorsitzende vom Petitionsausschuss, schreibt, der Bundestag möge den Markt für Cannabis als Genussmittel regulieren und dabei besonders die Aspekte Jugendschutz, Prävention, Verbraucherschutz und Qualitätskontrolle berücksichtigen. Die Petition ist angenommen worden. So, und jetzt zeige ich euch mal die offizielle Seite Bundestag zur Petition, der Text der Petition. Der Bundestag möge den Markt für Cannabis bla 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 unter besonderen Aspekte Jugendschutz, Prävention, Verbraucherschutz, Qualitätskontrolle. Also es ist genau der Text unserer Petition, die sie da zitiert hat, ohne konkret zu sagen, die Petition von 2017, die Uralt-Petition, aber sie hat genau den Text zitiert, der da jetzt angenommen worden ist. Insofern ist eigentlich wohl sicher, unsere Petition von 2017 ist angenommen worden im Petitionsausschuss, obwohl auch hier in dieser offiziellen Ansicht auf bundestag.de immer Status noch in Prüfung steht, was da auch nicht so ganz nachvollziehbar ist. Und Informationen zu der ganzen Petitionsgeschichte habe ich euch auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Die führt hier auf unsere Sonderseite zur Cannabis-Petition 2017, wo ihr die Petition selber auch nochmal nachlesen könnt und Videos dazu sehen könnt und wie wir die abgegeben haben und so, ja, was so an eine FAQ. Eben könnt ihr mal so ein bisschen nachlesen, ein bisschen schwierig in alten Zeiten sozusagen. Zurück zu Stamm-Fiebig, die dann schreibt, dieser Petition hat sich der Petitionsausschuss heute mehrheitlich mit höchstem Votum angeschlossen. Da kamen natürlich jetzt viele Fragen, was soll das denn jetzt bedeuten? Ja, höchstes Votum klingt ja Wahnsinn, ne? Dramatisch ohne Ende. Das heißt, das jetzt einstimmig oder was? Also einstimmig mit Sicherheit nicht. Ja, die CDU und die AfD haben der Sache mit Sicherheit nicht zugestimmt. Und steht ja auch mehrheitlich da und nicht einstimmig. Und höchstes Votum, das würde ich mal so interpretieren, dass sie tatsächlich der Petition inhaltlich in vollem Umfang zugestimmt haben. Die hätten ja auch einen Kompromiss zum Beispiel irgendwie dem Bundestag vorschlagen können.
Aber so hat sich der Petitionsausschuss der Petition in vollem Umfang eben angeschlossen, also vollständige Legalisierung gefordert und den Kollegen im Bundestag weitergereicht. Ja. Vielleicht auch so schon im Hinblick darauf, dass sie ja merken, dass es jetzt da irgendwie wackelt an allen Ecken und Enden, oder zumindest am Lauterbach, die ganze Legalize-Geschichte. Insofern auch interessant, weil ja damit der Petitionsausschuss jetzt plötzlich wieder über die Pläne der Ampel hinausgeht, die ja selber ihren Koalitionsvertrag schon verlassen hat, wo eigentlich drinsteht, Cannabis-Fachgeschäfte für ganz Deutschland. Die sollen ja jetzt gar nicht mehr so kommen. Aber der Petitionsausschuss hat sich unserer Forderung jetzt angeschlossen, genau das zu tun. Was bedeutet das jetzt? Ja, genau, welche Konsequenzen hat das? Wurde auch viel gefragt. Keine direkten, unmittelbaren, zwingenden Konsequenzen. Petitionen haben die nie in Deutschland. Es gibt keine zwingenden Auswirkungen von Petitionen. Aber es ist halt ein Baustein, der die ganze Legalisierungsdebatte sozusagen mit beeinflusst und befördert. Und dann ist es die ganze Zeit gewesen. Ja, der Petitionsausschuss hat ja die ganze Zeit da drauf gehockt und wusste nicht, was er damit machen soll. Ja, und drauf rum überlegt sozusagen. Und war klar, irgendwann muss man über diese beste, größte Petition von 2017 entschieden werden. Und jetzt haben sie es halt gemacht. Und ja, es ist und war und bleibt ein Impuls für diese ganze Debatte, der in die richtige Richtung geht und auch über das hinaus, was eben die Ampel da tatsächlich vorhat. Alle 3 Minuten wird in Deutschland ein Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten eingeleitet. Das sind laut polizeilicher Kriminalstatistik über 174.000 pro Jahr. Du findest das auch sinnlos und willst das Verbot endlich beenden? Wir kämpfen dafür und brauchen dich. Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Einfach online anmelden unter hanfverband.de. Schluss mit Krimi, Cannabis normal. So, und jetzt kommen mal die ganzen schlechten Nachrichten, die Gegenwind-Nachrichten. Und ja, da merkt man eben, die Union, CDU, CSU, die fangen an, sich jetzt nochmal zu munitionieren. Die versuchen alles Dingen rauszufinden, die irgendwie skandalisierbar sind und die sie dann weiter jetzt in Medien ausschlachten können. Konkret 2 Beispiele in dieser Ausgabe hier. Einmal eine kleine Anfrage mit 44 einzelnen Fragen, die die Unionsfraktion an die Bundesregierung gestellt hat, wo die Antworten jetzt da sind. Ich habe euch das Ding verlinkt in der Videobeschreibung, könnt ihr das alles selber mal nachlesen. Ich habe hier nur 2 Punkte, die ich mal rausgreifen will, um euch zu zeigen, sozusagen, was die CDU da versucht. Gleich die erste Frage von den 44. Wie möchte die Bundesregierung ausschließen, dass es aufgrund der hohen Energiepreise zu einer erheblichen Preisdivergenz von in Cannabis Social Clubs angebautem Cannabis und dem auf dem Schwarzmarkt kommt? Also hohe Strompreise bedeuten höhere Preise in den Anbauclubs im Vergleich zum Schwarzmarkt. Das ist die These der Union, weil die entweder davon ausgehen, dass illegales Cannabis ausschließlich mit geklautem Strom angebaut wird, oder weil sie denken, dass illegal Anbauende Mengenrabatt kriegen von Stadtwerken oder so. Also eine ziemlich unsinnige Frage, ja, wo sie aber irgendwie versuchen, immer die Bundesregierung aufs Glatteis zu bringen. Und der zweite Energie-Strompreis-Aspekt, den sie da fragen, ist: Plant die Bundesregierung, die Energiepreisbremse auch für Cannabis-Social-Clubs geltend zu machen? Ja, wenn sie da jetzt ein Ja kriegen würden, ja, die Bundesregierung will die Strompreise für Cannabis-Social-Clubs reduzieren, ja, dann hätten sie wieder ein super Skandalthema, ja, das wäre dann prima, irgendwie würde das irgendwann in der Bildzeitung auftauchen, dann quer durch den Blätterwald rauschen. Die Bundesregierung sagt immer ganz locker irgendwie, naja, es gibt keine Sonderregelung für Social Clubs. Diese Regeln gelten halt für alle Verbraucher und das sind auch Verbraucher letztendlich. Ja, und da gibt es keine besondere Regelung zu. Ja, was ja trotzdem natürlich der Union die Möglichkeit eröffnet, zu sagen: Oh, Cannabis Social Clubs kriegen Strompreisbremse. Ja, Skandal, Skandal. Ohne den ganzen Kontext sozusagen zu liefern, dass den jeder kriegt oder so. Ja, das traue ich denen durchaus zu. Und vielleicht finden sie auch noch sonst noch ein bisschen Futter in der ganzen Geschichte. Aber an vielen Stellen merkt man eben auch, dass die Fragen eigentlich auf eine volle Legalisierung abzielen, die ja jetzt gar nicht geplant ist, jedenfalls nicht mit der ersten Säule. Und genau danach fragt die CDU auch, genau darauf antwortet die Bundesregierung auch, sodass manche Fragen da, zum Beispiel zur Besteuerung von Cannabis und so weiter, eigentlich gar keinen Sinn machen. Guckt euch das selber an, wenn euch das interessiert. Das hat noch nicht zu so viel fürchterlich Medienaufmerksamkeit geführt. Einen Artikel habe ich gesehen in der LTU, Legal Tribune Online, den habe ich gerade 2-mal diesmal hier mit drin. Der hat
hast du so ja den Aspekt aufgemacht, ob man die Mehrfachmitgliedschaft in mehreren Clubs überhaupt überwachen kann. Ja, weil unter anderem die Frage auch gestellt wird, wie soll das denn überhaupt gehen? Und die Bundesregierung sagt halt, ja, ein Bundeszentralregister haben wir jetzt nicht vor, eben alle Mitglieder in Social Clubs da irgendwie zu registrieren, um da die Mehrfachmitgliedschaften zu verhindern. Da sagen wir ja auch, ja, das ist sowieso Quatsch, die Regel, dass man nur in einem CSC Mitglied sein darf. Warum? Ja, wofür? Da kann man genauso gut in mehreren Mitglied sein. Wo ist das Problem denn überhaupt? Ja, das ist eigentlich nur, um diese 50 Gramm pro Monat irgendwie zu deckeln und dann einzelne Clubs zu drangsalieren, dass die halt nicht mehr als 50 Gramm auf einmal abgeben an eine Person pro Monat. Ja, dann hat man darüber so ein bisschen so einen Grip in die Richtung, dass die Leute halt nicht so viel aus dem Club holen und dann sich den Rest vom Schwarzmarkt holen, ja, den sie haben wollen, ja, was auch immer das sein soll, wofür das gut sein soll. Auf jeden Fall deswegen brauchen sie diese Mitgliedschaft in nur einem Club, ja, und wir sagen, weder die Obergrenze noch diese Voraussetzung braucht man. Aber die CDU hat da natürlich einen Punkt, dass das gar nicht kontrollierbar ist, weil man kein Bundeszentralregister hat. Und das versuchen die halt. In dem Punkt wird eben auch einer der wesentlichen treibenden Kräfte hier in dem Punkt Stefan Pilsinger zitiert von der Union, der dann sagt, dass Mehrfachzugehörigkeit und damit dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet ist. Ja, so wird dann im Prinzip ausgewertet sozusagen, ausgeschlachtet, was da an Antworten kommt und irgendwie möglichst doll skandalisiert. Ist jetzt hier bei den Antworten auf die Kleine Anfrage noch nicht so toll gelungen, sag ich mal, der CDU, CSU. Auch CSU übrigens, ja, der Holecek hat auch schon wieder so eine Pressemitteilung rausgegeben, so eine Drama-Pressemitteilung, was die Bundesregierung da jetzt irgendwie wieder die Welt untergehen lässt wegen Cannabis. Das macht er ja jede Woche. So wie Christine Lüttke so einen Weekly Retweet hat, hat der Holecek so eine Weekly Drama-Pressemitteilung scheinbar irgendwie in seinem Team vereinbart. Also auch der schießt nach wie vor kräftig dagegen. Aber jetzt zum nächsten Punkt, nochmal Pilsinger. Der hat nämlich bei den Wissenschaftlichen Diensten des Bundestages in Auftrag gegeben, eine Arbeit, eine Untersuchung zu der Frage, inwieweit die Pläne der Ampelregierung mit internationalem Recht vereinbar sind. Und die Antworten waren durchwachsen, ja, wie die ganze Diskussion die ganze Zeit ist. Ihr habt das ja mitgekriegt beim EU-Recht, da gibt es eben Gutachter, die sagen, das ist vereinbar mit EU-Recht und gibt welche, die sagen, es ist nicht vereinbar mit EU-Recht. Und das steht in diesem Gutachten drin, ja, und dann versucht eben Pilsinger das wieder möglichst auszuschlachten. Übrigens beim Thema Cannabis Social Clubs, was ja jetzt für die Säule 1 überhaupt relevant ist, ja, die ganzen anderen Fragen beziehen sich ja höchstens auf Säule 2. Bei den Anbauclubs beziehen die sich ausschließlich auf Robin Hofmann. Ein einziger Rechtstyp von der Uni irgendwo in den Niederlanden, der sich immer mit merkwürdigen Dingen zu Wort meldet, ja, mit komischen Einschätzungen, die jetzt nicht unbedingt mehrheitsfähig sind, wo durchaus andere Rechtsprofessoren hier auch in Deutschland sagen, das sehen wir aber ein bisschen anders. Und der wird halt zitiert, ohne zu sagen, der hat da recht, sondern das ist halt eine Stimme, die jetzt zitiert wird. Und darauf baut dann irgendwie wieder diese ganze Anti-PR auf. Und wie das dann in den Medien funktioniert, wollte ich euch auch nochmal zeigen. Ja, da haben wir hier einmal zum Beispiel Zeit Online, wo erstmal steht, Gutachter sehen Grenzen bei Cannabis-Legalisierung, wo dann eben drin steht, ja, wo dann irgendwie Aspekte anfangen, die sehr wahrscheinlich mit EU-Recht kollidieren, wo aber auch steht, ja, wenn man das so und so macht, ja, eben zum Beispiel so, wie es jetzt in Säule 1 Gesetzentwurf drin steht, dann geht das wahrscheinlich, ja. Also Zeit Online sagt noch, die sehen Grenzen. Dann kommt der Spiegel, der sagt, Anbaupläne zur Cannabis-Legalisierung kollidieren mit Europarecht. Und dann kommt Pilsinger, der twittert, oder X, wie das ja jetzt heißt, Gutachten zeigt, die aktuellen Vorschläge zur Cannabis-Legalisierung verstoßen gegen Europarecht. Ja, da ist dann auf einmal super felsenfest, dass dieses Gutachten sagt, das ist ein Verstoß gegen Europarecht. Das steht da aber gar nicht drin. Ja, trotzdem schreibt die ganze Welt, tausende Zeitungen schreiben auf einmal, ja, auch die aktuellen Pläne der Bundesregierung sind rechtlich fragwürdig, verstoßen gegen EU-Recht und so weiter. Ja, machen Riesenpopanz auf, alle Zeitungen schreiben darüber und verunsichern entsprechend die Politik. Deswegen sage ich auch immer, ja, also es gibt Wahnsinnswiderstände und die Politik lässt sich davon beeindrucken und vor allem Lauterbach lässt sich davon beeindrucken. Insofern ist das wirklich eine schwierige Sache, ja.
es zeigt, die Sache ist noch nicht durch. Es kann immer noch passieren, dass das Ganze uns völlig um die Ohren fliegt, ja, dass auf einmal BMW dann oder Lauterbach sagt, oh ja, das geht jetzt doch auch nicht mit den Anbauclubs oder so. Ja. Also das ist überhaupt erst zu glauben und klar, wenn es wirklich verabschiedet ist. Wobei auch dazu in den 44 Fragen eine Antwort nochmal war, sie wollen bis zum Jahresende fertig sein und Anfang 2024 soll das Ganze in Kraft treten. Da fragen ja auch immer alle nach, wann ist es denn soweit? Also BMG hat jetzt da nochmal gesagt, Anfang 2024. Zu dieser Rechtsfrage hier haben wir nochmal LTO, das zweite Mal Legal Tribune Online, die dann die Überschrift auch bringen. Bundestagsgutachten gibt der Ampel Rückenwind, ja, der sogar sagt, ja, so unter bestimmten Voraussetzungen sagt dieses Gutachten tatsächlich, dass das alles so passt. Genau das Gegenteil von dem, was eben Pilsinger da sagt, wahrscheinlich sehr provokant extra so gewählt, diese Überschrift, ne, nachdem da alle Zeitungen absehbar geschrieben haben oder schreiben würden. Ja, es gibt ein Problem mit EU-Recht und so, ist da der Titel, ja, das Gutachten gibt der Ampel eigentlich Rückenwind, ja, und zeigt eben auch auf die Stimmen, die sagen, das geht und wie das geht und so weiter. Und jetzt haben wir nochmal einen Aspekt, der auch in diese Richtung geht, nämlich die Stellungnahmen. Habe ich ja eben schon gesagt, damit waren wir jetzt irgendwie die ganze Zeit beschäftigt. Und unsere Stellungnahme ist mittlerweile auch online. Letzte Woche waren ja die DHV-News quasi vorgetragen schon mal, unsere Stellungnahmen, die ganzen Aspekte, die wir da kritisiert haben am Gesetzentwurf. Die ist jetzt online, unsere schriftliche Stellungnahme, könnt ihr euch angucken auf unserer Seite. Und wir haben auf unserer Seite auch eine Übersicht über alle Stellungnahmen, die uns bisher bekannt geworden sind. Da könnt ihr euch auch durchlesen ohne Ende. Ja, das ist natürlich jede Menge zu lesen. Ich habe die auch noch nicht alle gelesen. Und dann wieder der Effekt, ja, was wird davon aufgegriffen? Die Stellungnahme der Kinder- und Jugendpsychiater Thomasius und Co. Da wird dann auf einmal wieder rumdramatisiert. Letzter Zeitungsausschnitt, den ich euch zeige, FAZ. Kinder- und Jugendmediziner warnen vor Cannabis-Legalisierung. Und das ging jetzt diese Woche massiv durch die Medien, ja, praktisch jede Zeitung hat dazu aufgegriffen, Kinder- und Jugendmediziner warnen vor Cannabis-Legalisierung und da wird eben diese Stellungnahme auch zitiert. Der aktuelle internationale Forschungsstand weise darauf hin, dass eine Legalisierung gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu erhöhtem Konsum und den damit verbundenen Gesundheitsschäden führe, heißt es in der Stellungnahme weiter. Zudem trage die Legalisierung zu einer verminderten Risikowahrnehmung gegenüber den Gefahren des Konsums bei. Also, die Kinder- und Jugendpsychiater sagen erstens, die Legalisierung führt zu erhöhtem Konsum bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen und zu einer verminderten Risikowahrnehmung. Und das stimmt überhaupt nicht. Ja? Wir haben gerade Anfang des Jahres nochmal nach 5 Jahren Legalisierung in Kanada diese ganzen Statistiken ausgewertet, die ganzen Umfragen und so weiter. Die machen ja eine anständige Evaluierung in Kanada mit genau solchen Fragen. Und der Konsum bei Jugendlichen ist 2022 niedriger gewesen als 2017, dem letzten Jahr, vollständigen Jahr vor der Legalisierung. Der Konsum bei Jugendlichen ist eher gesunken, auf jeden Fall nicht gestiegen. Und die Risikowahrnehmung, zum Beispiel auf den Punkt, dass Cannabis abhängig machen kann, ist erheblich gestiegen. Das war vor der Legalisierung waren das ungefähr 75% und nach der Legalisierung, also jetzt 2022, 5 Jahre später, haben 95% der Jugendlichen in Kanada gewusst, dass Cannabis abhängig machen kann. Also genau das Gegenteil von dem, was da die Kinder- und Jugendpsychiater Thomasius mal so wieder in den Raum werfen, ja, irgendwelche Skandalgeschichten, die da irgendwie hochbringen. Und sämtliche Medien in Deutschland rennen da hinterher und zitieren das und sagen, oh, Kinder- und Jugendmediziner warnen davor und sagen, dass das so ist, ja, dass das irgendwie da alles schlimme Auswirkungen für Kinder und Jugendliche hat. Und keiner von denen hinterfragt das mal und guckt sich mal die Statistiken an und sagt, das stimmt aber gar nicht. Ja, die wiederholen das einfach alle und machen damit irgendwie das zur Wahrheit in den Ohren der Bevölkerung und in Lauterbach. Dazu noch ein kleiner Ausschnitt. Wir werten ja jetzt aus, was die Kinder- und Jugendärzte uns vortragen. Die Bedenken sind hier durchweg angemessen. Weil es hat sich gezeigt, wenn Legalisierungen durchgeführt worden sind, sind Kinder und Jugendliche oft davon ausgegangen, dass es harmloser als es ist. So, und jetzt um den ganzen fiesen Gegenwind, den wir da jetzt mal zeigen mussten, nochmal zu umrahmen mit wieder einer guten Nachricht. Ein tolles Urteil in der Schweiz hat sich veröffentlicht. Diese Woche ist bekannt geworden, wo es darum geht, dass jemand, der erwischt worden ist mit irgendwie ganz kleinen Mengen Gras und Hasch,
der jetzt durchgeklagt hat vor dem obersten Gericht, dem Bundesgericht in der Schweiz, dass er das Gras wiederbekommt. Weil das gar keine Straftat ist in der Schweiz mehr. In der Schweiz ist nur noch eine Ordnungswidrigkeit. Und zwar auch nur im Zusammenhang mit Konsum. Wer also beim Konsum erwischt wird, der tut was Verbotenes und muss dann Bußgeld bezahlen. Und dann kann das eben auch eingezogen werden, behalten werden. Und so war das auch vom Gesetzgeber gedacht. Ja, dafür war die Kommentierung sozusagen nochmal interessant, auch für dieses Urteil. Ja, da hat man auch nochmal gucken konnte, was wollte der Gesetzgeber da eigentlich erreichen. Das stand damals schon drin. Also wir wollen auch nicht, dass das Gras noch konfiziert wird. Ja, ist halt nicht illegal, wenn nicht konsumiert wird. Weil Konsum ist dann da in der Schweiz der Punkt, wo es nicht erlaubt ist. Jedenfalls ja, in der Öffentlichkeit. Dann kann er auch weggenommen werden und Bußgeld bezahlt werden. Aber wenn nicht, dann eben nicht. Insofern ist auch hier im deutschen Teil, ja, der Referentenentwurf, hatte ich ja letzte Woche erzählt, ist zur Hälfte Kommentierung. Wo nochmal steht, was will der Gesetzgeber da eigentlich? Insofern ist bei so einem Urteil dann das auch wichtig, auch da reinzugucken, ne, und zu sehen, okay, passt das oder passt das nicht? Macht das Sinn oder nicht? Ne? Weil im Zweifelsfall gucken Gerichte dann auch mal da rein. Was wollte denn der Gesetzgeber eigentlich, als er diese Norm hingestellt hat? Und hier ist das natürlich positiv gelaufen in dem Fall, weil tatsächlich derjenige sein Gras zurückbekommen hat. Der ist nicht beim Konsum erwischt worden, war also sozusagen vollkommen legal unterwegs. Und insofern das, unterstützt das Gericht eben auch nochmal das Eigentum. Ja? Dass wenn man das eben nicht illegal besessen hat, dann gehört es einem halt auch. Ja? Dann ist halt, dein Gras gehört dir, das darfst du behalten, das darf die Polizei dir nicht wegnehmen und fertig. Ja, das ist natürlich klasse. Damit ist tatsächlich jetzt in der Schweiz endgültig klar, dass zumindest der Besitz von bis zu 10 Gramm in der Öffentlichkeit ohne gleichzeitigen Konsum vollkommen legal ist. So wie es sein soll, wie es bisher nur in Malta in Europa der Fall ist, eben ohne irgendwelche Sanktionen, man muss nichts bezahlen und man darf das einfach in der Tasche haben und fertig. Das ist übrigens nochmal im Vergleich zu Deutschland sehr interessant, weil in Deutschland ist ausgerechnet nur der Konsum nicht verboten. Als Selbstschädigung sozusagen darf gar nicht verboten werden, verfassungsmäßig, weil Selbstschädigung halt, ja, kann man nicht verbieten, das ist jedem seine eigene Sache, solange man anderen nicht schadet, sich selbst darf man schaden nach unserem Grundgesetz. Deswegen sind bei uns nur Vorbereitungshandlungen verboten, wie Besitz, Anbau, sich zur Verfügung, sich verschaffen, Einfuhr, bla bla, alles Mögliche, nur nicht der Konsum. Und jetzt mit dem neuen Gesetzentwurf soll für Jugendliche zum ersten Mal ein Verbot des Konsums eingeführt werden, was in Deutschland im Prinzip gar nicht in die Systematik passt. In der Schweiz aber ist das ganz normal, das ist umgekehrt, ja, da ist nur der Konsum verboten, aber der Besitz nicht. Das mal so als kleine Anekdote noch am Rande. Aber ansonsten super Nachricht. Was auch noch ein netter Aspekt bei der Sache ist, DNA-Test wurde auch gemacht bei dem Kollegen mit seinen paar Gramm da. Dagegen hat er sich auch gewehrt und hat er auch gewonnen, wo auch das Gericht sagt, so, das ist völlig unverhältnismäßig. Hier geht es gar nicht, noch nicht mal um eine Straftat. Geht eigentlich noch nicht mal um überhaupt irgendwas Verbotenes, weil der Typ nicht konsumiert hat. Und irgendwelche Hilfsargumentationen, wie man die in Deutschland hier und da auch schon mal hört, ja, dem muss ja irgendwann mal eine verbotene Handlung vorausgegangen sein, wo die auch sagen, ja, also das ist jetzt Quatsch irgendwie. Das hat der Gesetzgeber auch so nicht gemeint, ja, dass man sich das irgendwann mal da auch verschafft haben muss, was man da jetzt besitzt oder vielleicht eingeführt haben muss. Die Polizei hat ihm auch unterstellt, er wäre aus Österreich gekommen mit dem Gras, das konnte aber gar nicht nachgewiesen werden, da ist dann irgendein Bahnhof ist aufgegriffen worden. Also hat auch Gericht gesagt, hier DNA-Test, das geht gar nicht bei so kleinen Mengen irgendwie, was wollt ihr, lasst das sein. Ja, so viel zur guten Nachricht. Jetzt nochmal kurz ein bisschen Ortsgruppenfunk. Einmal Ortsgruppe Karlsruhe, die berichten, dass sie mit der grünen Fraktion sich über Modellprojekte in Karlsruhe unterhalten haben. Die Stadt ist da recht progressiv eingestellt, gerade für Bavü-Verhältnisse. Und wir wollen auch noch zur SPD mal gehen und zur FDP und da überall sich ja, beratend anbieten sozusagen, wenn dann die Stadt sich anmelden will für so ein Modellprojekt. Gute Sache, also da werden die Ortsgruppen involviert oder involvieren sich selbst und reden da mit vor Ort und insofern macht das Sinn, da mitzumachen in den DRV-Ortsgruppen. Zu dem Punkt haben wir leider keine Bilder, aber zur Berliner Ortsgruppe haben wir Bilder, die war am 22., ich glaube am letzten Samstag muss das gewesen sein, beim CSD in Berlin dabei und ja, zusammen mit Mitgliedern vom CSC Highground. Die hatten gute Laune, hatten viele Winkelemente dabei und kam sehr gut an bei den Leuten, dass die Hanfis auch dabei waren, um für die allgemeinen Bürgerrechte mitzukämpfen und sich zu solidarisieren und so weiter. Viele wollten Selfies mit dem großen Hanfblatt. Wollen sie nächstes Jahr wieder machen, hat Spaß gemacht.
Und dann sind wir bei den Terminen, das geht flott heute. Wir haben die Ortsgruppe in Halle-Saale, die sich am Mittwoch, 2. August trifft. In Regensburg der öffentliche Hanf-Stammtisch der Ortsgruppe, Samstag, 5. August. Mittwoch, 9. August trifft sich die Heidelberger Gruppe, die Rhein-Neckar-Gruppe in Heidelberg zur Teamsitzung. Und dann die Hanfparade, 12. August, nochmal gesagt, seid dabei in Berlin, 12. August. Geht mittags schon los, ja, also nicht erst mittags losfahren, dann kommt er zu spät. Je nachdem, wo ihr herkommt. Und das war's für heute. Liked dieses Video, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen grusamen Abend.